Hallo YouTube, hier ist wieder der Chaos 1699. Heute mit dem angekündigten Thema von letzter Woche: verdichtete Kohle. Kohleenergie Advanced. Sprich, du bekommst jetzt fast das Doppelte raus. Es ist ein Alternativ-Serviervorschlag von mir. Also, wenn du etwas mehr Power aus deiner Kohle raus haben willst, dann schau dir dieses Video an. Und klar, nicht alles hat seine Vorteile, denn das Alternativrezept benötigt Schwefel. Und wie du das kriegst, das schauen wir uns jetzt an. Wie ich dir nun schon in einem vorangegangenen Video gesagt habe, solltest du, wenn dir Schwefel über den Weg läuft, solltest du dieses einpacken und einmal zum MEM gehen. Und im MEM findest du dann nun den Unterreiter Schwefel. Hier kannst du mit nur 10 Schwefel den Tech Tree einmal hier oben freischalten. Als nächstes musst du hier die experimentelle Stromerzeugung freischalten. Dazu brauchst du 25 Schwefel, 50 Rahmen und 100 Rotoren. Danach wird es erst richtig interessant, weil falls du bis dahin noch keine Festplatte gefunden hast, solltest du dich spätestens jetzt auf den Weg dazu machen. Such dir am besten gleich ein paar mehr Festplatten dazu, damit sich der Rundgang einmal gelohnt hat in der Welt. Und wenn du schon clever warst und dir für unterwegs ein MEM mitgenommen hast, also sprich die Ingredients, die du dazu brauchst zum Bauen, kannst du schon direkt vor Ort unterwegs die erste Festplatte reinhauen, Kohle dazu, Schwefel rein und du bekommst dann die verdichtete Kohle freigeschalten. Was ist das nun mit der verdichteten Kohle? Die verdichtete Kohle hat ungefähr das 2,2-fache an Energie als die normale Kohle. Bedeutet, wir können ohne Probleme die Stromerzeugung mit der gleichen Menge an Kohle verdoppeln. Geil, oder? Das Problem allerdings dabei ist, wir müssen vorher noch eine Produktionskette aufbauen. Braucht auch wieder ein bisschen Strom, braucht auch wieder ein bisschen Logistik. Vor allem braucht es im Vorlauf natürlich oder beziehungsweise am besten in der Nähe eine Schwefelquelle, die du anzapfen kannst. Hier wäre es natürlich auch ganz von Vorteil, wenn du dir vorher schon ein paar Schnecken geholt hast, dir ein paar Energiefragmente gemacht hast, weil Schwefel ist sehr stark begrenzt in Satisfactory. Also wäre es gut, wenn du da schon einmal ein Energiefragment oder zwei reinmachst, damit auch da 120 Schwefel die Minute dabei rausbekommst. Weil in meinem Beispiel rechne ich mit 120 Kohle und 120 Schwefel. Dort, wo ich meinen Standort in meinem letzten Video aufgebaut habe, ist nicht unweit davon eine Schwefelquelle zu finden. Wie hier gut zu sehen ist, ist der Weg relativ nahe und die Quelle hat den Reinheitsgrad normal. Heißt, wenn du zwei Energiefragmente in einen MK1-Miner reintust, bekommst du 120 Schwefel die Minute raus. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen und an die Arbeit, das einmal für dich vorzubereiten, wie das ungefähr aussehen könnte, wenn wir den Schwefel dann vor Ort haben. Hier nun ein guter Vergleich, wie viel du aus 120 Kohle pro Minute aus 6 Kraftwerken rausbekommst. Du würdest hier 600 Megawatt maximal erzeugen können und du hättest maximal einen Verbrauch von 80,9 Megawatt in diesem Setup. Bedeutet 2 Miner, 4 Wasserextraktoren und 2 Wasserpumpen, die das Ganze zum Kraftwerk befördern. Du hast in diesem Setup 519,1 Megawatt an Strom hergestellt. Effektiv quasi das, was an Netto am Schluss rauskommt. Nun schauen wir uns mal an, wie wir die verdichtete Kohle herstellen und was das dann hier am Schluss an Ergebnis bedeutet. Wie kommen wir nun zu dem Rezept der verdichteten Kohle? Dazu müssen wir einen Fabrikator bauen. Hier unter Gemische verdichtete Kohle auswählen. Nun sehen wir, dass 25 Kohle und 25 Schwefel zusammen 25 verdichtete Kohle die Minute ergeben. Bedeutet 1 zu 1, was hier reingeht, kommt hinten raus. Nun, wie stellen wir fest, wie viele Maschinen wir brauchen, beziehungsweise wie viele wir benötigen, um unsere beiden Quellen mit 120 pro Minute gut auszunutzen? Dazu zücken wir jetzt einmal den Taschenrechner und rechnen 120 geteilt durch 25, stellen fest, da kommt 4,8 raus. Würde bedeuten, du müsstest 5 Fabrikatoren hinbauen, damit du 120 Kohle und 120 Schwefel gut verwenden kannst. Allerdings ist 5 zum Balancing eine blöde Zahl. Darum empfehle ich dir, rechne 120 geteilt durch 6 Maschinen. Dazu musst du dann die Maschine dann auf 20 die Minute runtertakten, also 80%. Und was das nun bedeutet, wie das nun aussehen kann, in meinem Vorschlag, dass du Load Balancing betreibst, damit alle Maschinen gleichmäßig auf 100% laufen, sehen wir jetzt. Der Aufbau ist nun abgeschlossen. Es stehen 6 Fabrikatoren in einer Reihe, die über einen einfachen Balancer, sprich einen Splitter, auf 3 Maschinen jeweils übergeht. Hier steht ein weiterer Splitter in der Mitte, der mit einem MK2-Förderband befüttert wird, darunter natürlich auch der Schwefel, die sich dabei jeweils auf einen
MK1-Band hier auf diese 6 Maschinen weiterverteilen. Wie kannst du das sehen? Wie viele Teile pro Minute gebraucht werden? Du musst auf diese Zahl hier hinten gucken. Sobald die Maschine angeschlossen ist, beziehungsweise sobald du hier den Regler veränderst, wäre das quasi der theoretische Wert, den du benötigst pro Minute zum Einlegen. Dieser verändert sich natürlich, wenn du Powercharts und so weiter alles einlegst und die Maschine über- oder untertaktest, steht dann hier ein anderes Ergebnis. Nun werde ich einmal die Maschinen anwerfen, beziehungsweise einmal die Zufuhr von Kohle und Schwefel einmal starten. Wie du sehen kannst, verteilt sich der Schwefel und die Kohle gleichmäßig auf alle 6 Maschinen. Und wir werden auch gleich sehen, dass alle Maschinen ziemlich zum gleichen Zeitpunkt anlaufen werden, weil alle Bänder ungefähr die gleiche Entfernung haben zu den Maschinen. Nun erhalten wir unsere erste verdichtete Kohle. Um jetzt einmal den Unterschied zu sehen, wie lange nun die verdichtete Kohle braucht, um zu verbrennen, habe ich jetzt hier vorbereitet. Hier drüben ist die normale Kohle drin. Wir bräuchten hier 15 Kohle pro Minute, damit der Kohlegenerator auf 100% läuft. Und hier haben wir die verdichtete Kohle. Diese benötigt 7,14 Teile pro Minute. Bedeutet im Klartext, wenn wir 15 durch 7,14 rechnen, bekommen wir 2,1 raus. Sprich, die verdichtete Kohle ist um das 2,1-fache besser als Kohle. Nun werde ich einmal alle Kraftwerke aufbauen, die man mit 120 verdichteter Kohle betreiben kann. Dann werden wir sehen, wie krass der Unterschied dazu tatsächlich ist. Nun habe ich das Setup fertig gebaut. Unsere 6 Fabrikatoren befüllen nun in diesem Fall 16 Kohlekraftwerke. Also das Doppelte an dem, was wir vorher gebaut haben. Wir hätten zwar, die cleveren werden es natürlich ausgerechnet haben, wir könnten zwar noch 0,8 Kraftwerke bauen, also eins, das untertaktet ist. Nein, doch. Aber das rauszurechnen, ganz ehrlich, spar dir die Mühe, mach ein bisschen Überschuss, ist kein Problem. Hier einmal nochmal ganz kurz der Überblick über die Stromerzeugung, hier diese 6 Fabrikatoren. Hier habe ich natürlich unten die Wasserextraktoren um das Doppelte vergrößert, weil wir durch die mehr Kraftwerke natürlich auch wieder mehr Wasser benötigen. Hier habe ich per Load Balancing, hier ist ein MK2-Band angeschlossen, das sich auf 2 MK1-Bänder verteilt und dann über die jeweiligen nächsten Splitter wieder auf MK1 weiterverteilt und an die Maschinen weitergeht. Ein wichtiger Punkt ist mir noch eingefallen, der Wasserverbrauch wird sich nicht erhöhen wegen der verdichteten Kohle. Sprich, dieser bleibt genau gleich wie bei normaler Kohle auch. Jetzt sehen wir uns einmal an, was das bedeutet, wenn wir 16 Kraftwerke mit verdichteter Kohle gebaut haben. Nun sehen wir, dass sich logischerweise die Stromkapazität um das Doppelte erhöht hat. Allerdings hat sich nun auch in diesem Setup der Stromverbrauch für die Erzeugung des Ganzen auch etwas erhöht. Wir kommen daher, wenn wir 1200 Megawatt minus 231,2 Megawatt rechnen, dass wir effektiv 968,1 Megawatt an Strom zur Verfügung haben. Also tatsächlich dann, was uns zur Verfügung steht, was nicht hier in diese Produktion läuft, um diese Maschinen am Laufen zu halten. Wenn wir das natürlich gegen das reine Kohlerezept dagegen halten, sehen wir, dass wir hier etwas mehr Strom benötigen, um so viel Strom dann auch dann tatsächlich zu erzeugen. Aber nachdem der limitierende Faktor in diesem Spiel Schwefel bzw. die Verfügbarkeit der Rohstoffe ist, stellt sich das natürlich dann nachhinein wieder besser heraus. Du brauchst zwar ein bisschen mehr Strom, um diesen zu erzeugen, aber du bekommst durch weniger Nodes mehr Strom, weil du müsstest in diesem Fall 4 Kohlevorkommen finden, die dann genau die gleiche Strommenge erzeugen. Liegt auf der Hand, wir werden uns um die verdichtete Kohle kümmern, weil aus der verdichteten Kohle kommt dann natürlich im späteren Verlauf Turbotreibstoff. Boah. Und den wollen wir, oder den möchte ich unbedingt euch sehr ans Herz legen. Turbotreibstoff ist etwas ganz, ganz Tolles. Turbotreibstoff ist das Geilste, was es in diesem Spiel gibt. Viel besser als Atomkraft. Vorausgesetzt, du brauchst nicht unendlich viel Energie. Jetzt sind wir am Schluss angekommen mit diesem kleinen Erweiterungstutorial von Kohle zu verdichteter Kohle. Wir stellen fest, verdichtete Kohle ist um das Doppelte besser als die normale Kohle, benötigt allerdings etwas mehr vorige Logistik und noch ein paar zusätzliche Produktionsstätten. Wir werden allerdings durch mehr Strom und etwas mehr Handling im Spiel belohnt, weil später natürlich die Weiterführung von Rohstoffen ein wichtiger Faktor in diesem Spiel ist. Nun bleibt nichts anderes weiter zu sagen als danke fürs Zugucken. Nicht vergessen, ich bin auch täglich von Montag bis Freitag zwischen 7 und
1 Uhr auf Twitch online. Schau gerne vorbei, du kannst mir auch dort live deine Fragen stellen. Ansonsten gerne unten ab in die Kommentare. Ich verlinke euch gerne auch noch hier oben dann mein letztes 70 Tipps und Tricks Videos, falls hier etwas noch unklar gewesen ist. Schau dir das Video vielleicht vorher an. Falls dann immer noch etwas ungeklärt ist, dann wie gesagt unten in die Kommentare rein. Ich kümmere mich gerne um jeden einzelnen von euch. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video, dann mit dem Thema Stahl.